Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wolfenstein The New Order und wir suchen Max und wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß wie gut ich suchen kann und wie gut ich finden kann. Ja, das mit dem Finden ist so eine Sache. Also, muss ich jetzt allen Ernstes nochmal die Map aufrufen, um zu gucken, wo er ist? Irgendwo hier vorne. Wäre das hier? Jo, das wäre ungefähr hier. Ja, mal schauen, was er hat. Oh, was ist das hier? Das sieht ein bisschen aus wie eine Bombe. Oder ist das ein Spielzeug von Max? Das Spielzeug hab ich gefunden. Okay. Und wo ist der gute Max? Müssen wir nicht Max suchen? Gib eine die Probe, durchsuche das Archiv. Da steht eigentlich nichts mehr von wegen Max. Nee, wir müssen zurück. Ach, das Spielzeug suchen von Max. Okay, ich dachte, wir müssen Max finden und mal gucken, wie es ihm geht, hat es doch eigentlich geheißen. Rein theoretisch. Naja, wir gehen mal schauen. Vielleicht ist Max ja auch schon zurückgegangen. Hier im Sauseschritt. Aber gestern ergab die Gleichung einen Sinn. Ich habe sie absolut klar vor Augen gehabt, aber nun ist sie bedeutungslos. Die Variablen sind alle weg. Muss sie finden, nochmal. Okay, die gute Thekla, die hat ein bisschen einen Hau weg. Das ist mal soweit klar. Wir gehen mal hier hin. Das ist klasse, William. Ich brauche aber noch das staatliche Register. Siehst du im Archiv nach? Da sollte es zu finden sein. Ich dachte, das hätten wir. Nee, haben wir nicht. Okay. Hier vorn. So, jetzt aber. Einmal zurück. Und dann haben wir's. Danke, William. Gib mir etwas Zeit, ihn zu untersuchen. Ich denke, ich bin an etwas dran. Kaugummi? Ist gut? Kirsche? Nee, aber danke. Super Beton. Der wichtigste Baustoff des Regimes. Er basiert auf Dati-Schuh-Technologie, ist nahezu perfekt. Doch nach einiger Zeit wird er anfällig für Schimmel. Jemand hat die Zusammensetzung manipuliert, jemand, der sein Geheimnis kennt. Ich habe das Zeug analysiert. Diese Art von Kalkstein gibt es nur im Norden von Kroatien. Nun, sehen Sie hier. Der Name Seth Roth. Er taucht dreimal in den Dokumenten über die Dati-Schuh auf. Laut offiziellem Register wurde er vor etwa 20 Jahren festgenommen und anschließend in das Lager Selo gebracht, in Nordkroatien. Und da wird es interessant. In diesem Lager wird Kalkstein abgebaut. Er dient zur Herstellung von Superbeton. Ich bin sicher, dort werden wir Seth Roth finden. Ein lebendes Mitglied der Dati-Schuh. Das Problem ist, die Sache ist sehr unsicher. Er ist ein alter Mann. Vielleicht ist er schon tot. Wir können so eine große Einrichtung nicht einfach stürmen und hoffen, ihn auszumachen, bevor die mit einer ganzen Armee anrücken. Also, was ist der Plan? Jemand muss reingehen und ihn finden. Undercover. Freiwillige vor. Sind Sie bereit dafür, Blazkowicz? Ich wollte gerade sagen. Ich war so arrogant und dumm. Niemand ist jemals für so etwas bereit. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich kenne den Freiwilligen. Raus, raus! Bewegung! Saubande! Schneller! Schneller! Die schon wieder. Ja, übel, heiliges bisschen. Diese Frau. Da steht sie. Nicht hingucken. Bewegung! Saubande! Frau Engel, was ist mit dem hier? Oh, der Schöne. Zu massiv. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, der kann sicher schwer arbeiten. Bitte, Frau Engel. Na gut. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandantin. Durch die Tür, Sonntag. Ach, Herr Jemine. Und nu, ich kann mich bewegen. Leg den rechten Arm in die Maschine. Nein. Was für eine Maschine? Sag mal, hackt's?
Kann ich den nicht irgendwie? Ich bin doch stark. Blaskovic ist doch stark. Den müsste man doch hier irgendwie durch dieses Loch durchziehen können, den Vogel. Ah. Na, das kann ja heiter werden. Menschen werden hier wie Vieh behandelt. Nur ruhig bleiben. Vergiss nicht die Mission. Finde Seth Roth. Bis wir zählen. Einatmen. Tätowiert. Markiert. Ja. Arg. Wir können nichts machen. Was machen sie hier? Schnell hoch, sonst schieße ich! Schon besser! Und der erste Tag ist hart, mein Freund. Lerne zu akzeptieren. Es wird nicht einfach. So lange her? Nun, ich weiß nicht genau wie lang. Wochen, Monate vielleicht. Wenige überleben lang. Ich habe in Afrika gekämpft, sie eine Weile aufgehalten. Irgendwann waren sie zu stark. Nun versuche ich am Leben zu bleiben, Tag für Tag. Ich suche einen Mann namens Seth Roth. Hab von ihm gehört. Soll hier länger als alle überlebt haben. Er ist im Block 4. Wenn du dahin willst, brauchst du die richtige Kleidung. Ruhe, verdammt! Such nach einem Gefangenen. Da drüben rechts. Er hat eine Block 4 Uniform an, heißt Milo. Hab gehört, seine Frau ist bei uns im Block. Vielleicht will er ja mit dir die Uniform tauschen. Aber du musst zuerst die Wachen ablenken. Danke. Okay, Seth lebt also noch. Drücke S, A oder D, um den Betonmischer zu bedienen. Ich möchte ihn eigentlich nicht bedienen. Ich möchte eigentlich zum anderen rüber. Okay, wir drücken mal S. Du musst irgendwie die Wachen ablenken. Sie beobachten dich. Wir drehen mal hier. Dann drücken wir wieder aufs Knöpfchen. Dann machen wir mal hier. Okay, und wie lenke ich jetzt die Wachen ab? Ich kann eigentlich außer... dass ich das Gerät bediene, nicht viel machen. Kann ich es kaputt machen? Mach deine Maschinen kaputt, dann drehen die Wachen durch. Ja, das war... Das ist ein guter Trick, um sie loszuwerden. Das war genau mein Plan. Die Frage ist, wie kriegen wir die Maschine kaputt? Indem wir hier ein bisschen drehen. Nochmal hier ein bisschen drücken. Jetzt ist es da zumindest schon mal im roten Bereich gewesen. Hm. Gibt es hier sowas wie eine Anleitung, wie ich das Ding kaputt kriege? Man müsste mal gucken, was sie genau macht, die Maschine. Wenn ich hier drücke, passiert nichts. Okay, wenn ich hier drehe. Wenn ich hier drücke, beziehungsweise, ja. Sag mir jetzt nicht viel. Okay, also Hebel drücken, dann lesen wir es eben doch. Hebel drücken, Knopf drücken, nehme ich mal an. Nee, drehen. Hebel, also erstmal den Hebel. Das wäre der hier. Dann hier hinten das. Drehen und dann Knöpfchen drücken. Ah, falscher Knopf. Also nochmal. Hier drehen. Und dann hier raufhauen. Das ist wohl das, was wir machen müssen. Okay, nochmal. Ich probiere es einfach nochmal. Mal gucken. Zuerst war es der. Vielleicht hat sich das ja zurückgesetzt, weil ich falsch gedrückt habe. Dann hier drehen. Und jetzt den Knopf. Aha, jetzt passiert was. Okay. Das ist wohl das, was sie von uns wollen. Okay, und wie machen wir jetzt das, was sie nicht von uns wollen? Nämlich... Aha, die Maschine kaputt. Okay. Kann ich das aufnehmen? Nein, es ist markiert. Ah, jetzt geht es ja wahrscheinlich ganz kaputt, wenn ich es nochmal mache. Das wäre dann... Strück links. Was? Strück links? Wo ist Strück links? Hier ist Strück links. Ich kann nichts aufnehmen. Jetzt. Okay. Und dann wollen wir mal nochmal. Und das Knöpfchen. Passiert nichts. Aha. Eigentlich soll es doch kaputt gehen. Jetzt. Was geht hier vor, Maschine? Ja! Achtung, Arbeiter! Aufgrund einer Maschinenfehlfunktion müssen wir kurzfristig die Produktion unterbrechen. Meinung.
Milo, ich weiß, wo deine Frau steckt. Was? Wer bist du? Ich bin im selben Block wie sie. Sicher? Sie ist nicht tot? Oh Gott, sie lebt! Wenn du die Uniform mit mir tauschst, kannst du es selbst rausfinden. Okay. Schnell! Okay. Nun, wie sieht es aus? Können wir ihn wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Wir brauchen hier unten ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, wir gehen was saufen. Ja, warum nicht? Aufgepasst, Gefangene! Die Fabrik ist für heute geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote, Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Bombate. William J. Blazkowicz, sei vorsichtig da draußen. Vorsichtig. Okay, dann mal los. Aber von Orten wie diesem gehört. Es gibt unzählige davon im ganzen Land. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Heilige Maria, voller Gnade. Erschreckend, sowas wie ein... Sage sie. Ja, ich erinnere mich an dich. Und woher wurdest du versetzt? Block 9. Nun, jetzt bist du in Block 4. Hier läuft's etwas anders. Halt dich auf jeden Fall von den Wachunterkünften fern. Da drin ist ein Offizier. Keiner kennt seinen Namen. Sie nennen ihn nur das Messer. Wenn er rauskommt, wird's übel. Er schnappt sich den erstbesten Gefangenen, zieht ihn zu sich hinein und bearbeitet ihn mit dem Messer. Da kommt keiner wieder raus. Das Messer? Er muss doch einen Namen haben. Niemand kennt seinen Namen. Aber alle kennen sein Messer. Okay, ich wollte gerade sagen, sieht aus wie ein modernes KZ und ist wohl auch sowas. Nein, ich komme aus dem Norden. Ich bin Kälte gewohnt. Das ist eine ganz andere Art von Kälte. Gottes Fehler auszubügeln. Ich denke, dies wird ein letzter Sie sind Abweichler. Wie sie alle irgendwie noch reden, ganz krass. Okay, das Messer scheint hier relativ gefürchtet zu sein, der Mann, den sie das Messer nennen. Sie, haben Sie meine Tochter gesehen? Seth Roth? Sieh dir den Riesen an. So viele Muskeln, wie für den Kampf geschaffen. Sind Sie Seth Roth? Ich weiß nicht warum, aber Sie wissen, dass ich Seth Roth bin. Sie sind ein Dirty Shoot. Die Quelle der Technologien des Regimes. Ich bin hier, um Sie zu retten. Sie sind hier, um mich zu retten? Das ist wundervoll. Er will mich retten. Ach so. Dann retten Sie ihn und gehen Sie wieder, Riese. Und verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich habe geschworen, die Geheimnisse der Dirty Shoot nie zu verraten. Scheiß auf Ihren Schwur. Menschen sterben. Der Widerstand braucht Sie. Also eine Art Handel. Meine persönliche Freiheit für die Geheimnisse, die ich zu hüten geschworen habe. Ich opfere meine Ehre auf dem Altar der Gerechtigkeit. Nun geben Sie mir einen Moment Bedenkzeit, Riese. Guten Abend, Gefangene. Hier spricht Lagerdirektorin. Hier ist mein Vorschlag. Erst helfen Sie mir, dieses Lager zu schließen. Dann werde ich Ihnen und Ihren Kameraden wahre Macht zeigen. Abgemacht. Ich habe daran etwas gearbeitet. Diese Maschine, sie wird von gestohlener Technologie der Dirty Shoot angetrieben. Ich kenne sie sehr gut. Nun hiermit, nicht so hinstarren, hiermit kann ich diese Maschine steuern, die Tore öffnen und alle Gefangenen befreien. Es fehlt nur ein einziges Teil. Und das wäre? Die Energiequelle, also die Maschine. Das heißt, ihre elektrischen Systeme laufen mit einer detronischen Batterie. Sie finden sie in der Reparaturwerkstatt im Kommandogebäude. Es liegt in einem anderen Block, Block 6.
schalten Sie die Sicherheitssysteme an den Ausgängen aus. Dann können Sie es zu Block 6 schaffen. In den Wachunterkünften gibt es eine Steuereinheit. Sie kontrolliert die Sicherheitssysteme. Finden Sie einen Weg hinein. Lokalisieren Sie die Steuereinheit, schalten Sie die Systeme aus und kehren Sie zurück. Okay, und wie kommen wir da rein? Da ist doch das Messer. Deaktiviere die Sicherheitssysteme. Ja, wir müssen hier irgendwie rein. Wie machen wir denn das? Ich denke, wir gehen erstmal hier gucken. Vielleicht hilft uns der junge Mann. Sie, ZC, sind ein kräftiger Mann und sind offensichtlich noch nicht so erschöpft. Habe Sie mit Z sprechen sehen. Es gibt da eine Wache in den Wachunterkünften, die Sie das Messer nennen. Er ist unberechenbar. Er holt Gefangene zu sich und foltert sie. Ich würde gerne mit ihm sprechen. Er spricht auch mit uns. Warum? Ich bitte Sie nur darum, das Richtige zu tun. Warum steht da immer noch E? Tun Sie das richtig ein. Okay, töte das Messer. Das halten wir definitiv für richtig. Und hier scheinen wir reinzukommen. Boah. Ja, ein modernes KZ. Ich hab's ja gesagt. Was für ein Gestank hier drin. Nee, da gucke ich jetzt nicht nochmal hin. Das ist schlicht und einfach widerwärtig. Wie halt so ein Regime ist. Nämlich absolut widerwärtig. Erstmal überall umschauen. Aha, Enigma-Code. Okay. Und dann mal hier reinschauen. Tja, dachtest wohl, du könntest dich in mein Haus schleichen, was? Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Boah. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch weit gefehlt. Boah, kann ich da nichts machen? Du erbärmliches Stück Scheiße. Ich werde jede einzelne Kakerlake zertreten. Boah. Habe ich was verpasst? Nein. Ich dachte gerade. Jetzt. Boah. Wo sind wir denn jetzt? Irgendwo in einem Ofen drin oder irgend sowas? Schnell raus, raus, raus. Zuerst den Hund oder zuerst den? Oder wieder zurück? Zuerst den, okay. Und den Hund jetzt. Ja, das war jetzt eine Frage der Reihenfolge. Okay. Drin wären wir. Wir haben sogar eine Waffe. Das ist doch gar nicht schlecht. Sind noch Sachen. Sollen wir erst da runter? Der schreit so übel, aber irgendwie, wir müssen trotzdem gucken, was da unten ist. Komme ich hier runter? Oder wir gehen erstmal rein und dann gehen wir runter. Aha, hier gibt es erstmal Loot. Okay, das ist beruhigend. Ich dachte schon, was man hier wieder findet. Aber wir kommen, glaube ich, da nicht nochmal runter. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier runterhüpfe und wir... Ah, da hätte ich vorher gucken müssen. Okay, da liegt der andere. Das habe ich verpasst. Okay, das ist ja kein Drama. Aber wir können ja nochmal runter, wenn wir es überleben. Ja, dann wir... Kommen ja auch wieder rauf. Oh! Okay. Einfach nicht Alarm schlagen. So, da haben wir den Plan. Hier oben geht's auch. Lang nicht. Hier kommen wir her. Okay, jetzt. Der Herr Pfadfinder wieder. Wir gehen wieder rauf.
So, dann haben wir das auch geklärt. Ich wollte gerade sagen, wenn ich da wieder runtergehe, komme ich nicht mehr rauf. Aber nachdem das ja doch hier wieder der gleiche Weg zurück ist, kommen wir natürlich wieder rauf. Das war fast ein bisschen zu schnell. Einfach ruhig, ganz ruhig. Ist das das Messer? Das müsste das Messer sein. Ist hier noch einer? So, jetzt kriegst du Ärger. Und jawohl, immer feste. Na also, das war's. Kann ich den nicht noch looten? Doch, hier. Das Messer mitnehmen. Und sonst? Vielleicht noch ein bisschen. Geht nicht. Schade. Den hätte ich gerne glatt nochmal eine Runde bearbeitet. Da können wir auch nichts machen. Können wir dem armen Kerl nicht helfen? Ach, du grüne Neune. Okay. Hier können wir auch nichts mitnehmen. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Jetzt muss ich mal kurz auf die Map gucken. Hinter uns ist ein Fragezeichen. Wo das denn? Hier links. Er hier? Na, das ist kein Fragezeichen mehr. Können wir auch nichts machen. Hier auch nicht. Hier oben auch nicht. Was ist das denn für ein Fragezeichen? Eigentlich hier. Nochmal gucken. Ja, noch ein bisschen. Ah, hier oben. Okay. Muss man erstmal sehen. Das ist eh ein Enigma-Code-Fragment. Da hätte ich auch ganz gut ohne weitergehen können. So. Weg mit dir. Deckung. Ich wollte gerade sagen, ist das General Totenkopf? Nein, das ist er nicht. Das würde mich wundern. So, es stand mal in den Kommentaren, ob ich mal schleichen kann. Dann habe ich geschrieben, das ist ja nicht tief, das ist Wolfenstein. Da ist nicht groß mit Schleichen. Aber jetzt hier, denke ich mir, ist es angebracht, tatsächlich mal zu schleichen. So. Boah. Okay. Das muss es sein. Die Steuereinheit für die Sicherheitssysteme. Erstmal auch hier den Helm mitnehmen. Sonst noch was? Ja, hier noch ein bisschen Hundefutter. Nochmal ein Enigma-Code. Ja. Und dann würde ich sagen, dann drücken wir mal hier drauf. Sicherheitssysteme ausgeschaltet. Muss Set finden. Sehr gut. Und dann gehen wir Set suchen. Das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich denke, wir sind schon ein ganzes Stückchen weitergekommen. Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum hoffentlich nächsten Mal. Tschüss.